damit herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Wir stehen in Kopenhagen, glaube ich, oder? Wo war das so? Stimmt, wir haben letztes Mal die dicke Schaufel hier abgeladen. Haben hier irgendwie alles erkundet, was das gab, an Fragezeichen. Und wollten eigentlich hier runter nach Getzner. Aber der Auftragsmarkt sagt: Nö. Sehr schade eigentlich. Pass mal auf, dann schlafen wir einfach nochmal eine Runde. Dann tun wir hier nochmal pausieren, weil es ist um 9:30 die Nacht. Abends und so. Jetzt haben wir morgens um 6:30. Einkommen, Corey, fast 4000. Corey ist im Level aufgestiegen, da gucken wir gleich mal rein. Und ich hoffe, Kenneth, der fährt mit den neuen Trailer rum. Harry Potter hat noch ein bisschen Geld verdient, okay. Harry Potter ist auch im Level aufgestiegen. Kümmern wir uns gleich drum. Und so, genau, das war's schon. Würde ich sagen, machen wir hier mal Fahrermanager. Gucken nach Harry Potter. Sparsame Fahrweise. Macht jetzt weiter auf ADR. Und Corey hat zerbrechliche Fracht. Macht jetzt Just in Time. Genau. Läuft soweit alle ganz gut. Uffliegermanager. Wir haben hier gekauft den Containertransport und den hat noch keiner hinter. Finde ich gerade ja nicht mehr so schön. Wir haben Fahrer 4. Wir haben ja im letzten Mal einen Trailer gekauft. Und haben jetzt schon wieder so viel Kohle. Ah ja, wir hatten ja irgendwas mit 67.000 und haben den anderen eine Kurve für 54 oder so. Der alte hat nochmal gebracht 27. Ja, irgendwie war da was. Was bringt uns denn der hier, wenn wir den verkaufen wollen würden, theoretisch? 10.000, das ist ja... genau. Okay, aber, Frachtmarkt wäre mir ja gerade irgendwie ein bisschen wichtig, ja? Gibt immer noch nichts. Guck mal, hier ist wieder der Auflieger, der Trailer-Mod. Mit diesen Containern. Was mir echt zusagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gibt nichts nach da unten. Das ist ja auch nicht möglich. Dann habe ich hier vor der Aufnahme noch den Scania aktiviert. Gehen wir mal zum Mod-Händler. Da ist er. Jetzt ist die Frage, ab wann kriegen wir denn den? So. Ich will hier eigentlich ja nicht rund konfigurieren. Großartig schwer und doll. Weil, ah, guck mal, große Motoren haben wir noch nicht. So. Und die Treibe. Also wir haben noch nicht alle freigeschalten, wie das aussieht. Alle 12 plus so, wa? Ja, ist doch das hier das Beste. Wenn ich so besteht den hier. Kann ich denn den schon kaufen? Jo. Das ist ja ein bisschen geil. Pass mal auf, so ein LKW wird das nämlich werden demnächst. Hoffentlich bald. Aber teuer wird er sein. Doll viel und eieiei. Wobei ist aber auch wieder nicht schlimm, weil wir verkaufen ja wieder irgendwas Altes. Genau. Der DAF kommt weg. Dafür kommt dann da der Benz hin und wir holen uns den Scania. Als nächstes würde ich dann eigentlich den wegmachen und dann wieder was nachrutschen lassen. So ist der Plan. Aber, pass mal auf, können wir nochmal immer schlafen? Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, immer jetzt noch. Jetzt haben wir auf den Nachmittag und Harry Potter konnte keinen Auftrag finden. Na. Das wird jetzt wahrscheinlich öfter kommen, wenn die nämlich wirklich jetzt mit diesem Trailer fahren. Dass sie da keine Fracht finden.
Jetzt würde mich mal interessieren, hat der den Hint da auf Liga Manager? Der. Wird benutzt? Okay, das ist sehr schön. Von ihm? Naja, macht er nichts. Wir kaufen davon auf jeden Fall nochmal ihn. Für den Austausch dafür. Und dann nochmal einen zweiten Plan auf Liga, denke ich mir. Wobei, die Kombi ist geil. Also optisch echt schick, oder? Ja, voll. Den würde ich ja echt gerne mal so sehen, aber. Davon kaufen wir nochmal einen zweiten Trailer und dann kaufen wir nochmal einen zweiten Container-Trailer. Ja, so ist der Plan. Also, wir haben hier schlafen. Dann können wir mal gucken. Wir sind in Kopenhagen und es gibt hier auch irgendwie gerade mehr Aufträge. Aber nicht nach da, wo ich hin wollen würde, ja, ne, bitte. Ne, überhaupt nicht. Pass auf, wir machen da eine Leerfahrt hin. Hilft ja alles nichts. Machen wir heute mal echt einen richtig coolen, entspannten, außer der Reihe. Ne? War richtig schlau. So. Dann haben wir noch im Navi drin. Nee, ich will hier nicht kaufen, Mensch. Wenn wir da sind, haben wir Dänemark fertig. Also, das war jetzt nicht so umfangreich, muss ich ehrlich sagen. Gott sei Dank, also hier hat man das richtige Gefühl gehabt, man schafft hier was. Ja. Weiß ich nicht, machen wir denn hier weiter gleich im Norden oder fahren wir mal nach Großbritannien oder. Gucken wir, dass wir dann vielleicht doch schon mal einen neuen LKW kriegen. Ich müsste mal die Folgen durchzählen. So ungefähr. Was wir denn mit dem hier nur machen oder wie lange wir mit denen hier noch fahren und was haben wir runter an Kilometer? Nicht ganz 2000. Puh. Aber so, wir machen hier erstmal eine schöne wackelige Leerfahrt bis dahin. Ich wollte mich nämlich bei World of Trucks anmelden, weil da viel geilere Aufträge gibt. Aber der wollte das einfach nicht akzeptieren. Der hat meinen Account, also meinen Benutzernamen nicht oder mein Passwort nicht. Und irgendwie zu dumm angestellt habe ich mich nicht. Deswegen habe ich mir eigentlich gefragt, was hast du für ein Problem, Junge? Jetzt nehmt das. Aber nö. Und naja. Steck's halt nie drin, wa? Jetzt haben wir unsere Angestellten schon wieder schön für uns arbeiten lassen und haben wieder so viel Kohle zusammen. Ja. So, fahren wir mal mit Vollgas. Hier ist ja gerade ja keiner auf der Autobahn. Okay, wir kriegen hier gleich einen Schleudertrauma, glaube ich. Wenn es so weitergeht. Wackelt. Abgefahren. Gott sei Dank ist hier keiner. Wir müssen hier runter. Habe halt nur mega Schiss, wenn wir hier solo fahren. Und ich mal richtig bremse, dass ich die Karre gleich wegschmeiße. Das kann nämlich sehr leicht passieren, damit der Hintern rumkommt und dann fängt der Bock an zu driften und das würde ich eigentlich nicht. Die Hupe ist auch so. Naja, er hat eine, aber naja. Schaukel, ne? Alter.
genau Baustelle. Ich hab's euch gewusst. Oh, da kam der Hintern rum. Habt ihr das? Alter. Oh, ey, da hing mir gerade die Puppe. Ich hab jetzt gedacht, ich schau den hier vor eine Baustelle quer. So, was ist denn hier mit euch? Macht mal was. Hallo. Ja, wenn nicht, dann kommt ja für uns hier finanziell gerade, also von uns selber, nicht viel bei rum bei der Folge. Dann würde ich sagen, hauen wir noch mal ein bisschen Kohle auf den Kopf. Und dann können wir theoretisch auch die komplette Firma immer die Trailer durch renovieren, würde ich sagen. Kaufen wir noch mal einen zweiten Container-Trailer. Ey, ich wollte eigentlich rechts rüber. Und noch einen zweiten Planoflieger. Dann sind wir, glaube ich, die meiste Kohle schon wieder los. Jo. Wir gucken einfach mal, wie es von hier aus denn weitergeht. Wenn wir denn da sind, wo wir hinwollen, ob wir mit der Fähre vielleicht so irgendwo hinfahren könnten, wo es denn weitergeht. Das wäre eigentlich ganz cool. Diese olle Kollision hier ist ja ekelhaft. Hallo. müssen wir irgendwo runter? Ja. Ich hab ihn blinkt hinterher, aber ich hab ihn blinkt. Musst du durch, Junge. Ja. Siehste, machen wir eine Leerfahrt, ist ja egal. Sind wir gleich da. Kriegen wir wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte dazu. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, dann kann man gleich wieder rumhitten. Wir hätten jetzt eigentlich die Vorfahrt, die oder wir? Ich sag einfach mal, ich hab jetzt Vorfahrt. Das ist doch supi. Die ganze Höhenwasser ist schon schaumig, von dem ich schüttel hier. Eieieiei. Ihr habt nichts zu erkunden, oder? Hier war ja nichts weiter. Nö. Okay, dann fahren wir. Aber. Dahin. Gucken wir uns die Werkstatt an, ob der LKW kaputt ist. Von da aus schauen wir mal auf den Frachtmarkt, wie es weitergeht. Wenn nicht, kaufen wir halt einfach noch ein paar Trailer, hauen wir die Kohle auf den Kopf und dann ist es gut. So, der letzte Ort in Dänemark. Theoretisch haben wir jetzt alle durch. Die wollen alle auf der Fähre fahren. Ich noch nicht so. Der Verkehr ist aber ordentlich. Für die kleine Kaff ist hier richtig was los, ey. Unfassbar. So, noch einmal nach rechts, bitte. So. Schön vernünftig und entspannt. Nicht, dass wir hier uns nochmal im Kreis drehen oder alles kaputt kloppen. So. Kaputt ist er nicht, oder? Also Bremskraft ist ja... Pff, hat er ja nicht. Na, ein bisschen. So, was sagt die Uhr? Ich wäre ja dafür, dass wir hier jetzt mal gucken, was hier so abgeht. Wir wollen... Ach komm, wollen wir einfach weiter rüber nach Schweden? Oder wollen wir von... Wo kommen wir von hier aus hin? Wir könnten mit der Fähre fahren. Wo fährt denn die Fähre hin? Die fährt nur hier nach... Rostock. Aber... Da will ich nicht hin. Trelleborg würde mir mehr zusagen, muss ich sagen. Muss ich sagen, zu sagen. Travemünde.
Berlin. Schweden. Ah, jo, guck mal, wird nur eins. Zwei, drei. Ich klatsche das mal an, Navi. Oh. Ah, oh, ist ein Gigalader. Geil. Nach Odense, da waren wir doch schon. Aber so, dann fahren wir einfach nach Schweden. Machen wir hier. Ich wäre von hier gerne rüber nach Norwegen und dann weiter, aber steckst du halt nie drin. So, ich klemme mir das mal an Navi. Und dann gucke ich mal auf die Karte, wo wir denn über. Achso, wir müssen jetzt erstmal aufladen, wa? Und wir fahren das einfach. Haben wir Fahrzeit dafür? Jo, dicke. Wir haben so viel Fahrzeit, wir sind im Moment noch nicht mal müde. So, hier ist alles frei. Da auch. Ah. Dann holen wir uns einfach schon mal den Auflieger. Oder die Fracht. Alter. Ich hab voll auf die Bremse gestanden und hier ist ja kaum was passiert, ey. Ja, dann hänge ich mir die Trailer schon mal hinter und dann. Gucken wir mal noch mal in die Trailer-Konfiguration für die Firma. Gucken wir noch mal einen zweiten Planoflieger. Vielleicht noch mal einen zweiten Containerauflieger. Und dann verscheuern wir die alte andere komische Karre da und dann sollten wir da erstmal Ruhe haben. Jo, Leute. Und sonst so? Ich hab hier eine Stiefel. Komm, jetzt hau ab hier. Ah, ja, ne? Also ich bin nicht immer schuld, hab er gerade selber gesehen. Schön erstmal den Spiegel von dem Bus in den Wohnmobil rein steckt. Ja, echt mal, naja, auf den weiteren Werdegang irgendwie gespannt, wenn wir jetzt hier quer in Schweden einmarschieren, wie wir denn von da aus nach Norwegen kommen, muss ich mal sehen. Ja, wir müssen hier auf den Hof rauf. Blablabla, da stehen die ganzen Dinger. Und dann kleben wir uns den hinten ran, gehen ein bisschen ins Menü und 19.1. 4,9 Mehl. Hinten 149, der bleibt dabei. Wollen wir Plane fahren oder wollen wir ja. Die sind auch schön. Was ist denn hier der Unterschied? Also, hier Tandem-Anhänger und dem. Ah, ist immer Krone Profiliner auf Liga. Oh, komm, dann fahren wir mit den Krone. Ja. So machen wir das. Ja, der kann das. Habe ich gerade beschlossen, das ist gut so.
Also damit kann man doch optisch auch rumfahren, oder? Die doch mal voll klar. Was haben wir denn jetzt hier drauf für einen Käse? Mehl haben wir, kein Käse. Kotflügel verschwindet am Trailer hinten. Der ist ja schon mal nicht so geil, aber okay. So, dann machen wir hier mal aus. Weil hier starten wir beim nächsten Mal. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen in das Menü. Und bauen noch mal am Auflieger rum. Wir nehmen noch mal hier von innen. Ausführung ändern. Mhm. Achsen hatte ich da, den... Den hatte ich. Flexibel, genau. Die Farbe bleibt. Und dann geht es hier nochmal los. Der kriegt einen... Hab ich so ihn letztes Mal gekauft? Ne, hab ich doch einen anderen gekauft. So ihn habe ich jetzt mal gekauft, ne? Oder nicht doch so ihn? So ihn. Nee, jetzt bin ich ja völlig raus. Warte mal. Ja. So, pass mal auf. Auflieger-Manager. Wir haben. Was habe ich denn da? Ein Container. Check ich gerade nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist gerade ein bisschen komisch. So, Standard-Trailer. Wo tippt ihr noch? Container. Ausführung ändern. Nee. Ja. So. Zweimal. 20 Fuß flexibel. Ausziehbar 20 Fuß. Da ist mir echt ein falschen gekauft. Zweimal 20 Fuß, genauso in. So, jetzt pass auf. Ich krieg ja hier einen Palettenkasten, weil der andere hatte keinen Palettenkasten. Da ging das irgendwie ja nicht. Habe ich da doch den falschen gekauft letztes Mal. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja real. So. Weil damit werden wir selber nicht rumfahren, sondern nur unsere Angestellten. Der kriegt jetzt aber mal ET120 Felgen. Und dann ist das schon mal ja nicht so schlimm. So, dann ist es halt so, wie das. Macht ja alles nichts. Weil Geld verdienen tun die damit sowieso Gott sei Dank nicht mehr ernst so viel wie vorher. Da explodiert man nicht mehr im unfassbaren Reichtum, sondern muss auch mal ein bisschen haushalten und das, glaube ich, finde ich schöner. So, oh, guck mal, hier hinten kann er auch noch was bauen. Dann kriegt er hier rein seine eine lackierte Box und hier drüben Reservat. Jo. Was sind die Tür alles? Geil. Das hier? Ja. Ja. Denn immer links. Und immer rechts. Und den. Ja, nice. Hier hinten hat er Blinker dran. So cool, das Ding. Der ist so teurer. Also irgendwas ist das letzte Mal schief gelaufen. Kaufen. Der geht nach Frankfurt. Okay, dann
Plan auf Liga. Konfiguration ändern. Wir nehmen, ja, Plane, ja. Achsen lassen wir so. Dann haben wir halt den. Und dann geht es los. Hier kriegt der Feuerlöscher ran. Lampen derart viele und einen vernünftigen Palettenkasten. Beide Seiten. So. Hier hat er auch viele Lampen, genau. Schöne Reifen, weil schöner Trailer ist halt schön. Komm, lassen wir mal die Felgen. Wobei, die sind echt nicht schön, aber was willst du machen? Ne, wenn sie keine ET0 mit Belüftung haben, außer lackierte Stahlfelgen, dann ist das halt so. Hier hat der... Was kann man hier machen? Oh, hier können wir viel machen. Die lackierte Büchse gefällt mir irgendwie ein bisschen mehr. Und hier können wir machen... Jo. Lassen wir mal das Reserverad, oder? Ne, Spoiler auf gar keinen Fall. Ich möchte mir da eigentlich nicht drüber kleben. Eine Bordwand kommt da nicht ran, dafür kommt da das ran. So, dann haben wir hier linke Seite und hier ist die rechte Seite. Und ne, so. Ja. Dann kaufen wir den. Da. Kaufen. Der geht nach Frankfurt. Jawohl. Sehr schön. Aufliegermanager. Wir haben... Alter, das verstehe ich immer noch nicht. Was habe ich da gekauft, sag mal? Ist ja real. Der da... wird verkauft. So. Jetzt haben wir 4 Auflieger und für 4 Angestellten. Das ist doch schön. Jetzt haben wir noch 137.000, haben wir gerade 100.000 aus dem Fenster geschmissen. Macht ja nichts. Und beim nächsten Mal fahren wir unsere große Tour ab nach Schweden drinnen. Wir fahren durch mehrere Orte. Müssen wir die Routenplanung vielleicht dementsprechend machen. Hier in Malmö... kommen wir halt auch vorbei. Müssen wir hier immer vorbeigucken. Oh. Nee, nee. So war das nicht geplant. Du sollst einfach bloß immer hier lang fahren. Dann bitte wieder hier runter. Dann fahren wir nämlich hier immer in den Kreisverkehr rein. Ja, guck mal. So ist es schön. Aber dann fahren wir hier oben vorbei, dann ist schon wieder alles für die Katz. Immer da. Dann können wir hier auch gleich immer runterfahren. So. Dann fahren wir hier unten lang. Immer hier in den Kreisverkehr rein. So. Genau. Und dann sind wir da. So machen wir das. Dann haben wir 510 Kilometer und haben 1, 2, 3, 4 Städte mit immer. Das läuft. Wir brauchen 8 Stunden. Damit kommen wir klar. Die Gesamtzeit haben wir dafür 12 Stunden. Wir brauchen 8 Stunden. Na, passt doch. Perfekt. Alles klar. Der klingt doch nach einem verdammt guten Plan für das nächste Mal. Ja, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Rinihauen.